Hallo zusammen, da bin ich wieder, die Mandy vom Kanal Mandy strickt jeden Tag. Ja, liebe Grüße aus Mallorca, von Mallorca. Ich bin im Urlaub, ja. Also ich bin ganz kurzfristig, kurz entschlossen, wegen Stress auf der Arbeit und ja, weil mir alles irgendwie zu viel war und ich nur noch Quatsch gemacht habe und nur noch schüsselig war, musste ich unbedingt mal runterkommen und habe kurzfristig mal spontan Urlaub gebucht hier auf Mallorca und bin alleine hier und das ist einfach nur geil. Also ist die Entspannung pur, ich mache viel Sport, ich gehe am Strand, ich stricke viel und mache keine Party. Nein, nach dem Abendessen gehe ich ins Bett oder zumindest aufs Zimmer und dann stricke ich. Ja, also es ist total schön. Heute ist mein letzter Tag. Morgen fliege ich wieder nach Hause und weil ich nicht weiß, ob ich es nächsten Sonntag schaffe, habe ich gedacht, ich nehme euch hier ein Video auf. Also ich spreche jetzt ein bisschen lauter, deswegen klingt das vielleicht ein bisschen angestrengt, aber ich habe das Mikro vergessen und deswegen, ja, schauen wir mal, ob das geht. Da werden es wieder viele beschweren, glaube ich, aber besser so als gar nicht, denke ich. Und ich selbst habe die Erfahrung gemacht, wenn man den Ton dann am Fernseher oder wo auch immer man das guckt, richtig laut macht, dann funktioniert es eigentlich auch. Ja, was kann ich euch zeigen? Ich habe was fertig gestrickt hier im Urlaub und zwar Socken. Meine Vincent van Gogh Socken sind fertig und ich bin so glücklich damit. Also erstmal von der Farbe, von dem Bild Café La Nuit, ich zeige das gleich nochmal. Aber auch von dem Muster bin ich total begeistert. Ich zeige euch nochmal da. So, Moment. Das habe ich mir ja selbst ausgedacht. Also die Kombination. Das sind so Fake-Zöpfe. Und hier einfach immer eine linke Reihe dazwischen. Und das Muster finde ich echt total schön. Also die Socken, die gefallen mir richtig gut. Sind beide fertig. Und ich überlege, ob ich da mal eine Anleitung zu schreibe. Muss ich mal gucken, wenn ich mal die Zeit finde, einfach mal eine Anleitung dazu zu schreiben. Sind echt schön. Gefällt mir richtig gut. Die sind nicht gleich. Da habe ich auch überhaupt nicht drauf geachtet. Das war mir eigentlich egal. So, jetzt zeige ich euch nochmal die Wolle. Das ist diese hier. Hat ein bisschen gelitten. Moment, musste mal eben husten. Also kein Corona, ich glaube nicht. Man muss halt auch so mal husten. Ja, die habe ich fertig. Ich habe Größe 39-40 gestrickt mit 64 Maschen. Und ich mache ja immer die Herzchenferse und die Bändchenspitze. Gewaschen sind sie auch schon. Ja. Ja, genau. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Mit, ach doch, Schagun, Nadelstärke 2,25. Und die Nadeln habe ich auch gleich wiederverwendet, weil ich hatte nämlich auch Sockenwolle mit. Weil Socken eignen sich einfach sehr gut für den Strand. Ach ja, stimmt. Im Intro müsstet ihr ein Foto gesehen haben, wenn ich es nicht gleich vergesse, auch reinzumachen, wo ich am Strand stricke. Das habe ich also hier öfter gemacht, weil die Socken kann man auch mit gut zum Strand nehmen. Ja, und jetzt stricke ich aus dieser Wolle hier. Ich weiß nicht, was das für eine Wolle ist. Ich weiß nur, dass ich die schon mal angefangen hatte für einen Hitchhiker und mir die Wolle dann nicht so richtig gefallen hat, weil auch wenn man das hier nicht vermutet, die macht Streifen. Und auch bei den Socken gefällt mir die wieder nicht so richtig. Ich weiß auch nicht. Also so im Knäuel finde ich, sieht die total schön aus. Und jetzt sieht die so in der Socke aus. Also hier ein ganz helles Rosa, damit geht's los. Dann kommt so ein dunkler Streifen. Und jetzt kam hier nochmal so ein bisschen Pink mit drin. Und das ist jetzt irgendwie hier so ein bisschen undefinierbar, ne? So ein bisschen schmutzig rosa. Ich weiß es auch nicht. Das Muster, was ich mache, ist ähnlich wie das andere. Also ich habe das ein bisschen abgewandelt. Ich mache nämlich hier, wartet, ich fahre mal gerade da rein mit der Hand. Moment. So, ich habe nämlich hier die nicht verschränkt abgestrickt, sondern als Löcher.
bei dem Fake-Zopf. Und hier habe ich keine linke Reihe, sondern ein rechts, links, eine rechts, eine links Reihe gemacht. Also es ist wirklich so ähnlich wie die andere. Ich halte das mal nebeneinander, wartet mal. Ich muss laut reden, ne? Moment. Gucken, ob ich das jetzt hinkriege. Gut. So. Irgendwie ist es schon das gleiche Muster, aber halt abgewandelt. Ja. Also ich habe hier auch weniger Maschen genommen, weil ich mir gedacht habe, mit den Löchern ist das ein bisschen weiter. Und in der Mitte, da hatte ich vorher 10 Maschen hier bei diesem Block. Und das musste ja jetzt eine ungerade Zahl sein. Und deswegen habe ich da jetzt 7. Also ich habe 2, 3 Maschen weniger pro Nadel. Also nicht, wenn man es auf 4 Nadeln rechnet, sondern auf 2. Ja, und hier habe ich den Rand, also das Bündchen, eine rechts, eine links gemacht. Ja, das macht auch Spaß, gefällt mir richtig gut. Auch wieder mit den Jagu 2,25. Schauen wir mal. Werde ich auf jeden Fall weiter stricken, auch wenn mich die Wolle jetzt nicht vom Hocker reißt. Schade, ne? Also ich finde wirklich, dass die im Knäuel total schön aussieht. Und dann macht die hier so komische Streifen. Also auch, ne, auch keine schönen Streifen. Also ich weiß nicht. Andere sagen wahrscheinlich jetzt, oh, gib sie mir, die ist toll. Aber naja. So. Dann geht's weiter. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wer von euch errät, was das ist. Ihr habt es ja vielleicht schon im Intro gesehen. Mal sehen. Also, ich habe hier ein langes Stück. So, 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 so. Das hier unten zur Runde geschlossen wird. Na, wer weiß es? Also einige haben es bestimmt jetzt schon erraten, das ist der Raglan. Ja, ich habe tatsächlich endlich einen Raglan gestrickt. Habe ich das schon erzählt beim letzten Video? Ich weiß ja gar nicht mehr. Also eine Arbeitskollegin hat mich halt überredet, oder habe ich das sogar schon gezeigt? Nee, glaube ich nicht. Nee, ich habe ja lange wieder kein Video gemacht. Also eine Arbeitskollegin hat mich überredet, den Raglan zu stricken. Und ja, jetzt habe ich ihn angefangen und bin, wie gesagt, jetzt am ersten Ärmel. Die Wolle, die ist wunderschön weich, also richtig toll. Und ich finde die Farbe auch schön. Ich hatte, also die ist von Made by Marbelook. Ich zeig euch gleich das Etikett von Etsy. Und die, wie heißt sie denn jetzt noch? Oh, das schreibe ich hier hin. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Auf jeden Fall hatte sie gesagt, sie denkt, dass die Wolle vielleicht nicht so richtig geeignet ist für den Raglan. Aber ich denke das ehrlich gesagt schon. Ich bin mal gespannt, wie das so weitergeht. Auch wie das Lochmuster nachher damit aussieht. Aber ich finde die Farbe sehr, sehr schön. Und finde auch die Wolle, also die ist so weich. Das ist wieder, Moment, jetzt hole ich mal das Etikett raus. So, oh, jetzt habe ich, oh nein, jetzt habe ich die immer rein und rausgeholt. Moment. So. Die Mystery. Und zwar ist das die Vierfach Premium von Made by Marbelook. Ja. Ich muss gleich noch mal gucken, wie sie heißt. Ja, auf jeden Fall war das total spannend, weil meine Arbeitskollegin, die den mitstrickt, die wollte unbedingt zum ersten Mal Socken, handgefärbte Wolle ausprobieren. Also, das erste Mal ist nicht ganz richtig. Ich hatte ihr schon mal Wolle gegeben für ein Tuch aus meinem Stash, aber jetzt wollte sie halt das erste Mal selber welche kaufen für ein richtiges Projekt, für ein richtiges Kleidungsstück. So. Und sie wollte, also ich weiß ja, was sie gerne mag, so an Farben. Und Altrosa sollte es sein für den Raglan. Und dann habe ich Made by Marbelook, habe ich sie angeschrieben und habe ihr gesagt, weil sie das gerade nicht im Shop hatte, ob sie das vielleicht färben kann. Und dann haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben und die Farbe, die rausgekommen ist, ich muss mal gucken, ob ich gleich ein Foto noch finde. Aber oh, das ist schon so lange her, muss ich gleich mal gucken. Und dann stelle ich euch das hier her. Die ist wunderschön geworden. Perfekt für meine Arbeitskollegin. Die ist auch super glücklich jetzt damit. Ja,
Ach so, der Reagan von Isabel Krem. Habe ich das gesagt? Nee, ne? So, ich kann euch natürlich nur zeigen, was ich mit habe. Habe ich das schon erwähnt? Logischerweise. Und deswegen jetzt noch mein letztes Projekt. Aus Baumwolle, ein Sommershirt. Und zwar ist das soweit. Ja. Das ist, Moment, ist alles sehr knuddelig geworden unterwegs, Canyon Clay von Drops Design, kostenlose Anleitung und das ist ein, wird eigentlich aus einer dickeren Baumwolle gestrickt, ich habe das aber umgerechnet und stricke das jetzt mit der dünneren Baumwolle und zwar ist das die Safran von Drops. Die Ärmel sind stillgelegt. Da will ich mal gucken, wie weit ich noch komme. Und dann würde ich die Ärmel halt, je nachdem, wie viel Wolle ich noch übrig habe, machen. Die Safran, also das fühlt sich, ich stricke das mit Nadelstärke. Ach so, das habe ich gerade gar nicht gesagt. Also ich stricke den Reagan und das Top hier mit Nadelstärke 3. Mit den Prüm Ergonomics. Mit denen stricke ich sehr gerne und das klappt super. Und das ist so schön locker und weich. Also die Wolle ist echt toll, muss ich wirklich sagen. Ich bin mal gespannt, wie nach dem Waschen, wie die sich so verhält, aber ganz toll. Ja, zeige ich euch nochmal das Etikett. So. Die Safran von Drops Design. Ach so, was hat die denn? Moment. 160 Meter auf 50 Gramm. Ja. Ja, Leute, das war's, weil mehr habe ich nicht mit im Urlaub. Das ist natürlich jetzt nicht viel, nee, sehr wenig. Aber was soll ich sagen, ich kann euch ja noch ein bisschen erzählen von dem Urlaub hier. Also ich bin schon öfter mal auf Mallorca gewesen. Normalerweise, also am liebsten fahre ich nach Porto Soler, weil ich auch gerne wandere. Aber das habe ich dann immer viel früher im Jahr gemacht, so Ende Februar, Anfang März. Und jetzt bin ich das erste Mal in Cala Ratjada und ja, mir gefällt es hier sehr gut. Also der Ort ist toll und so außenrum, so mit den Felsen und die Strände, die Strandbuchten, die man hier so alle besuchen kann, die finde ich auch sehr toll. Ich habe mein Hotel also sehr zentral gewählt. Also wer sich da auskennt, Cala Ratjada ist also so ziemlich mittig, so ein, auf der Insel, also ist ja keine Insel. Es ist halt so ein, ist ja auch keine Halbinsel, aber so eine Beule. Ne? Und in der Mitte ist ein Kreisverkehr und da in der Nähe ist mein Hotel, so dass ich eigentlich zu allen Stränden und Buchten von die gleiche Entfernung habe. Und das gefällt mir echt gut. Es ist allerdings schon ziemlich Ballermann. Also es ist ja jetzt Mai und es ist vielleicht auch die Zeit, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall laufen hier sehr viele Ballermänner rum. Und ja, da kann ich, also weiß ich nicht, ich habe das früher nie gemacht und ich kann es auch heute nicht so richtig nachvollziehen, aber jedem, was ihm Spaß macht. Ne? Mir tat es nur heute Nacht leid, als ich in meinem Bett lag und irgendjemand entweder auf dem Flur oder unten am Pool, ich hatte das Fenster auf, dem ging es richtig schlecht. Also dem ging es richtig schlecht, das tat mir schon ein bisschen leid. Naja, so. Ja, ich werde euch jetzt... Fotos hinten ranhängen, habe ich das schon gesagt, dass ich hier laufe viel und so. Also ich bin viel gelaufen und natürlich am Meer gewesen und habe gestrickt. Und sonst habe ich eigentlich nichts gemacht. Gegessen, ich hatte Halbpension hier im Hotel. Guia Wave heißt das Hotel. Ich finde das ziemlich gut. Das ist ein kleines Hotel. Das war günstig und das erfüllt aber alles, was man braucht. Also Riesenzimmer. Also das Zimmer ist richtig riesig. Also das hat, sind, im Grunde sind das zwei Zimmer. Ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer. Und das Wohnzimmer, das hätte es gar nicht gebraucht. Aber gut, da sitze ich jetzt gerade und nehme für euch auf. Zwei Balkone. Ja, schöner Pool. Alle sehr nett hier. Also ich kann es empfehlen. So, und jetzt hänge ich euch noch viele Bilder ran. Ja, und ich hoffe, das hat euch gefallen, mal so ein anderes Video zu sehen. Ich dachte, ich jetzt wieder warte bis nächsten Sonntag und wer weiß, was da ist,
nehme ich euch das jetzt mal auf. Übernächsten Sonntag fahre ich nämlich auch schon wieder zu meiner Mama. Mal gucken, ob ich euch da auch was aufnehmen kann. Aber jetzt, wo Sommer ist und man halt auch schon mal unterwegs ist, dann kommt es halt schon mal wie jetzt in der Vergangenheit dazu, dass man nicht so oft aufnimmt. Meiner Mama geht es übrigens ganz gut, wenn das jemanden interessiert. Und ja, wie gesagt, in 14 Tagen besuche ich sie wieder. So, also, lasst es euch gut gehen. Genießt die Jahreszeit. Ich hoffe, bei euch ist es ganz schön. Ich hatte also hier Wahnsinnswetter eine Woche lang. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.